Kennst du das Geheimnis, weshalb du Alufolie über deinen Wasserhahn reiben solltest? Was das Ganze dir überhaupt bringt und worauf du aber unbedingt achten musst, erfährst du in diesem kurzen Video. Dafür brauchst du lediglich ein Stück Alufolie. Dieses solltest du abreißen und dann zu einem solchen Ball zerdrücken. Denn nur so können wir ihn wirklich für unseren Wasserhahn benutzen. Doch ein weiterer wichtiger Schritt fehlt noch. Du solltest diesen Alufolieball jetzt auf jeden Fall befeuchten, bevor du anfängst, damit über deinen Wasserhahn zu reiben. Dann kann es auch schon losgehen. Reibe damit vorsichtig über deinen Wasserhahn, wende aber nicht zu viel Druck an. Denn wenn du nur leicht darüber reibst, dann wird das Ganze schon reichen. Wie das Endergebnis aussieht, zeige ich dir gleich. Erstmal zeige ich dir eine weitere Möglichkeit. Denn du kannst das Ganze natürlich nicht nur an deinem Wasserhahn in der Küche oder im Badezimmer anwenden, sondern auch an deinen Duscharmaturen. Auch hier wieder feucht machen, die Alufolie und drüber reiben. Den Vorteil hat das Ganze aufgrund der Struktur der Alufolie. Denn wie du hier sehen kannst, sind diese ganzen Armaturen vorher noch ziemlich stark verkalkt. Wenn wir jetzt mit dem nassen Stück Alufolie hier einmal drüber reiben, dann ist danach der gesamte Kalk wieder entfernt. Doch das ist tatsächlich noch lange nicht alles, denn du kannst damit auch Flugrost oder allgemein Rost von solchen Chromarmaturen wieder entfernen. Auch hier musst du ihn einfach nur nass machen, drüber reiben und am Ende ist alles wieder sauber und frei von Rost. Weißt du übrigens, wann du unbedingt ein Streichholz auf deiner Toilette anzünden solltest? In dem Video, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst, zeige ich es dir. Klick es direkt an.